Cook, Serve, Delicious. Folge 73. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Ich muss gleich zu Anfang der Folge mal was loswerden, denn irgendwie ist es ein kleines bisschen untergegangen. Die letzte Folge Cook, Serve, Delicious, Folge 72, war, nebenbei bemerkt, das 600. Video. Wollte ich nur mal nebenher erwähnt haben, denn das ist ein bisschen untergegangen, weil ich es, ja, mündlich nicht erwähnt habe. Im Titel steht es, aber mündlich habe ich es nicht erwähnt. Wollte ich mal kurz sagen, das war das 600. Video. In diesem waren wir passenderweise zu einer TV-Show eingeladen, was wir erfolgreich absolviert haben. Und in dem Zuge hatten wir auch die E-Mails schon gelesen. Wir haben den neuen Spülschwamm erhalten. Ich bin mal gespannt, was der so kann. Jetzt schauen wir mal für den aktuellen Tag. Nach dem Active Menu. Den Fisch können wir drin lassen, aber nicht als Daily. Ich überlege gerade, ich könnte ja mal die Pizza reinhauen. Ich hätte Bock, aber ich weiß halt nicht, ob das als Daily eine gute Idee ist. Außerdem zieht es den Bass runter. Aber das ist ja leider immer so. Ja, das wäre gut, aber als Daily? Als Daily ist mir das zu hart irgendwie. Ich muss schon ein bisschen schlauer das Ganze hantieren. Man kann schon die Suppe machen, das ist nicht der Punkt, aber bitte nicht als Daily, das ist mir zu hart, weil ich komme mit der Suppe selten klar. Da stelle ich mir selber wieder ein Bein. Da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ich habe schon überlegt, vielleicht können wir die Suppe mal upgraden. Das wird es zwar auch nicht gerade einfacher machen, aber so ein Upgrade wäre doch mal interessant. Ich kann das mal vorlesen. Upgrade your soup line with two all new recipes straight from our world famous chefs. Also man soll die Suppe upgraden mit zwei neuen Rezepten für den oder von den berühmtesten Köchen der Welt. Included a selection of potatoes, cabbage and red peppers. As well as two new recipes. Das in, ja, included, beinhaltet eine Auswahl von Kartoffeln, von Kohl und ja, Red Peppers. Ich denke, die meinen ja Pepperoni oder halt, ja, die scharfen. Also könnte auch Paprika sein, aber ich glaube, die meinen schon die scharfen. Ja. Das Ganze wäre eine Vegetable Soup, also eine Gemüsesuppe und eine Baristobo Soup. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Perfect for any weather, any time. Upgrade today. Für jedes Wetter geeignet. Upgrade includes the surplus of potatoes, cabbage, red peppers and two new recipe cards. Ja, von mir aus. Das probieren wir mal. Ich denke, das ist Kohlsuppe und Gemüsesuppe. Da haben wir mal die neue Suppe drin. Muss ja nicht schlecht sein. Ich will jetzt nicht mehr upgraden, weil ich mir denke, muss es so viel sein? Muss ich auch noch hinterherkommen? Manches kann man auch nicht upgraden. Ich hätte jetzt auch vielleicht mal den Kaffee oder so, aber das geht irgendwie nicht. Das Eis könnten wir vielleicht mal bei Gelegenheit. Weil ich habe mir überlegt, Eis könnten wir auch mal wieder auf die Speiseplatte oder Speisekarte machen. Statt das Soda vielleicht noch, hoppla. Ja, obwohl das Soda halt einfach besseren Bass macht. Ich hätte gesagt, wir versuchen den Tag jetzt einfach mal. Wir müssen ja auch hier weiterkommen. Und, ja. Diese Cookbed-App habe ich auch noch nie gemacht, weil es auch nie wirklich reingepasst hat. Ist irgendwie schade. Jetzt versuchen wir mal einen neuen Tag und dann mal schauen, was die Suppe mir antut. Und ob das mit der Gemüsesuppe und mit der, ja, Baristobo-Suppe funktioniert und gut bei den Kunden ankommt. Wir schauen mal. So, jetzt schauen wir mal, was das gibt. Ich muss ja gestehen, ich bin eigentlich mit der Suppe auf Kriegsfuß. Also die ist echt... ich bin natürlich wieder nicht warm gespielt. Das geht mit Sicherheit in die Hose. Aber beim Thema Suppe, also dieses Baristobo-Suppe, das habe ich echt noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich denke, den Namen hat er erfunden. So wie diese Hardstopper-Burger oder sowas. Oder das hat er. Baristobo-Suppe, da ist sie schon. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das habe ich noch nie gehört. Ehrlich nicht. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Kohlsuppe. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist wohl eine Kohlsuppe. Bei Kohlsuppe muss ich immer an den lustigen Film von Louis de Finet denken. Ich weiß nicht, ob ihr den französischen Komiker kennt. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Kennt ihr das? Ah, das werdet ihr vielleicht zu jung sein.
Aber das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ein richtig schöner Film. Erinnert mich auch mal an meinen verstorbenen Bruder und alles. Ein schöner Film auf jeden Fall. Ja. Bisher sind wir ganz gut dabei. Das kann sich jetzt ändern. Weil jetzt ist Stress angesagt. Ja, bring mir nur Ding, das ist gut. Bring mir nur Suppe. Sehr gut. Ich muss mich konzentrieren, deswegen schwafel ich gerade nicht viel. Ja, unser Spielschwamm. Au, er hat mir es noch gegeben, das war knapp. Gib her, komm. Small Grape, Stress. Aber das war jetzt aber gerade stressig, aber ich habe es geschafft. Ich dachte, mir fliegt gerade der Kopf ab. Ich habe, glaube ich, aber alles noch gerade so erwischt. Booty Noodles, Beauty Cubes, Seasoning, Tomaten, Karotten, Sellerie. Jetzt habe ich mich aber bemüht. Wie immer, muss ich kurz runterkommen. Müsste entschuldigen, dass ich so still war, aber ich muss mich jetzt gerade voll konzentrieren. Das geht nicht während dem Labern. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, zocken und labern. Man denkt immer, das ist voll easy. Ja, ja, macht's mal. Macht's mal. Das ist nicht einfach. Jetzt haben wir natürlich den Spülschwamm ein bisschen verpasst. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das deswegen großartig schneller war. Das ist, glaube ich, nur Optik. Also das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Nicht wirklich. Also, ich bin gut dabei. Die Suppe verlangt mir aber echt alles ab. Und dann ist noch das dabei. Sowas wie der Salat. Das dauert auch noch extra. Halali. Chicken, Bounty Noodles, Seasoning, Potatoes, 1, 2, 3 und Kohl. Krieg ich ja Bock auf eine Suppe. 1, 2. Noch läuft es. Large Diet. Und das ein uneingespielt. Könnt ihr mal sehen. Jetzt wird es gleich nochmal stressig. Jetzt ist dann gleich wieder Rush Hour Time. Werden wir sehen, wie es läuft. So, jetzt geht's los hier. Medium Diet. Jumbo Diet. Small Water. Tomatoes. Na, gehst du rüber. Carrots, Sellerie, Kohl und Peppers. Müsste passen. Das gleiche nochmal. Onion and Peppers. Stress. Medium Tea with Ice. Mushroom Tomatoes, Greens and Carrots. Thousand Island Cheese, Onion and Peppers. Ganz schön stressig. Mushroom Tomatoes, Greens and Carrots. Large Tea. Mit Eis. Ui, ich hab's überstanden. Aber das ist echt. Eieiei. Eieiei. Muss ich tryharden. Wenn ich das mal so sagen darf. Prima, einmal Zucker. Ja, so würde ich den jetzt trinken.
60er Combo bisher, aber ich will es nicht verschreien oder jinxen. Hat so ein T-Shirt und bestellt einen Fisch. Spülschwamm, der grüne. Ja, yeah, das grüne Spülschwamm. Ich weiß nicht den Unterschied. Yee. Oh yeah. Perfect day achieved. Boah, also jetzt muss ich hier aber echt alles geben. 62 Customer, alles perfekt. Keine Chores durchrutschen lassen, was soll ich sagen? Besser geht's nicht. Aber ich muss jetzt auch echt... Ja, Spitze oder mein Kopf raucht oder keine Ahnung. Also das war doch erfolgreich. Kann man sagen. Der Spülschwamm war nicht so spektakulär, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber keine Ahnung. Ist halt so. Aber die Suppe ist echt anstrengend. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Das war hoffentlich gut genug für euch. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.